Großkoalitionäre, los du. So, und als erstes würden wir mal bitten, die Frau Scharf, dass sie mal unseren ersten Sachpreis zieht. Wir müssen dann natürlich kontrollieren, ob auch alle Antworten richtig sind, die da gegeben wurden. Darf ich mal ganz kurz das kontrollieren? So, das schaut alles ideal aus und gewonnen hat. Gewonnen hat Fritz Demel aus München. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, jawohl, jawohl. Genau. Ja. Da ist der Herr Demel ja Wahnsinn, er ist ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Was kriegen Sie denn, Herr Demel? Was können Sie bei der Glücksfee bedanken? Ein Kaffeehaarfall modern wollen Sie haben. So, das darf dann auch gleich die Frau Scharf überreichen. Ja. Bitte sehr. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Also, danke. Haben wir die Tasche dazu? Herzlichen Glück. Das hat sich doch rentiert, oder? Ja, schon. Das sehen Sie mal, wenn man bei einem Landtag ist. Da muss man gar nichts machen. Da bin man sofort. Danke schön. Also Glückwunsch. Das alles gut. So, und jetzt gehe ich zur Bürgersprechstunde. Ja, wir waren jetzt über 2 Stunden hier am Stand des Bayerischen Landtages auf der Internationalen Handwerksmesse hier in München im Messezentrum. Viele tolle Gespräche waren mit dabei, viele Schulklassen, viele junge Leute, die sich für die Arbeit des Bayerischen Landtags interessiert haben und natürlich auch für die Position der AfD. Und ja, neben den Schulklassen kamen auch viele Bürgerinnen und Bürger, die natürlich mit dem Thema Bauen irgendwie sich beschäftigen zurzeit. Und da konnte man vielen weiterhelfen. Auch einige Handwerksmeister waren mit dabei, denen natürlich die Meisterpflicht ganz eng am Herzen liegt. Mir geht es da genauso. Und ich denke, das war jetzt der Auftrag für viele weitere Gespräche. Und jetzt geht es weiter in den Wahlkreis.